So, es ist jetzt Abend geworden. Ich guck mal auf die Uhr, wie lange ich gebraucht habe. 5 bin ich losgefahren, 6. Wir haben jetzt 6 Uhr. Ich habe vorhin eben eine gefährliche Situation gehabt. Und zwar am Ende vom Hafen. Also quasi, wenn man das Hafengelände verlässt. Dann hört der Fahrradweg auf einmal auf. So, dann gibt es dort eine Schnellstraße auf 2 Spuren. Das Gefährliche ist, dass wenn man die Straße entlang fährt, rechts entlang fährt, kommt nochmal auf der rechten Seite noch eine Schnellstraße, die dann zu einer großen Schnellstraße mündet. So, das Gefährliche daran ist, dass man halt eben auf der linken Schnellstraße ist und wenn dann von der rechten Seite auch noch eine Schnellstraße kommt, wisst ihr, was dann passiert? Dann ist man mitten im Verkehr. Das war ein bisschen gefährlich, aber ich weiß jetzt nicht, wie man das umgehen kann. Vielleicht weiß das ja einer von euch. So, bei der nächsten Gelegenheit werde ich das Fahrrad jetzt ablegen, weil, ach, da ist ja schon eins. Ich fahre mal noch ein bisschen weiter, weil ich möchte jetzt nicht in das erste Fischrestaurant reingehen, sondern möchte schon ein bisschen was anderes essen. Da vorne, von da vorne kommen wir. Und das Helle ist das Denkmal, das Frauendenkmal. So. Das Wetter ist auch nicht so toll. So, das war's dann für heute Abend. Auf Wiedersehen und bis bald.